Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Rahmen unserer Medizinakademie des DRK Karlsruhe. Wir widmen uns heute dem Thema Organspende, die großen Fragen in der Bevölkerung und auch die oftmals verbreiteten großen Irrtümer. Ich freue mich, dass wir mit Herrn Dr. Johannes Reul vom Klinikum für Kardiologie, Intensivmedizin und Angiologie der Vidia Klinik in Karlsruhe heute zu Gast haben. Seien Sie uns herzlich willkommen. Die drängende Frage für viele ist natürlich, versucht man überhaupt noch mein Leben zu retten, wenn man weiß, dass ich Organspender bin? Also klare Antwort, ja. Ich arbeite ja auf der Intensivstation und Organspende ist ein Thema, was nur auf Intensivstationen eine Rolle spielt. Und selbstverständlich ist es so, alle, die auf einer Intensivstation arbeiten, das ganze Behandlungsteam setzt seine ganzen Anstrengungen natürlich immer darauf, den besten Verlauf für die anvertrauten Patienten zu ermöglichen. Organspende wird nur dann ein Thema, wenn ein Patient verstorben ist, wenn ein Patient einen sogenannten unwiderruflichen Hirnfunktionsausfall hat. Vorher wird das auch gar nicht thematisiert und spielt keine Rolle. Eine häufig gestellte Frage, wie sieht mein Körper nach der Organentnahme aus? Das ist leicht zu beantworten. Es handelt sich um eine Operation. Und wie nach jeder Operation wird hinterher alles sorgfältig vom Chirurgen zugenäht und die Wunden versorgt. Jetzt haben wir ja auf der politischen Bühne eine heiße Diskussion um die Frage, bin ich automatisch Organspender, muss ich widersprechen, um nicht zum Organspender zu werden? Oder wie sehen Sie die augenblickliche Diskussion und den Sachstand? Also die aktuelle Gesetzeslage ist klar. Der Tod muss zweifelsfrei festgestellt sein und es muss eine Zustimmung geben. Sie spielen an auf die aktuelle Diskussion, auf die Frage einer Widerspruchslösung, wie sie in vielen anderen Ländern praktiziert wird und wie sie auch hier im Gespräch ist. Da muss man einfach sagen, die Absicht vom Gesetzgeber ist in dieser Hinsicht nie, dass man Leute zu einer Organspende bringen möchte, die das nicht wollen. Die Organspende ist ein Geschenk. Ein Geschenk ist etwas Freiwilliges und so ist es auch beabsichtigt. Die Gedanken, die man sich macht, kommen daher, dass man aus Umfragen weiß, dass über 80% in der Bevölkerung eigentlich dem Thema positiv eingestellt sind, aber nur 36% einen Organspendeausweis haben. Das heißt, es gibt zu wenig Menschen, die ihre Entscheidung treffen, dokumentieren. Und das ist das Problem. Und das führt dazu, dass, wenn die Situation eintritt, die Familienangehörigen da sitzen, keiner weiß, was der Betroffene gewollt hätte. Und das kann man sich vorstellen, was das für eine schwierige Situation für die Angehörigen ist. Dann zu der ganzen Not, die man hat, auch noch eine solche Entscheidung für jemand anders treffen zu müssen. Also es geht darum, dass sich jeder entscheiden soll. Und dafür oder dagegen, aber die Entscheidung zählt, so lautet auch die Kampagne. Herr Dr. Reul, kann eigentlich jeder spenden oder gibt es Einschränkungen? Also fast jeder kommt in Betracht. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo jemand wirklich als Organspender nicht in Betracht kommt. Das große Problem ist, viele Menschen denken, ich habe ein fortgeschrittenes Alter, ich habe Herzerkrankungen, ich habe Diabetes, ich komme doch sowieso nicht in Betracht und treffen dann keine Entscheidung. Mhm. Das stimmt aber nicht, die kommen genauso in Betracht. Schon jetzt ist ein Drittel der Organspender über 65 Jahre alt. Also, jeder ist aufgerufen, sich damit zu beschäftigen und seine Entscheidung zu treffen. Wo gibt es Ausweise oder wo kann man sich registrieren lassen? Ein zentrales Register gibt es bisher nicht, aber Organspendeausweise gibt es zum Beispiel beim Infotelefon Organspende, bei der dazugehörigen Homepage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, bei den Krankenkassen, in Arztpraxen. Mhm. Viele Möglichkeiten. Herr Dr. Reul, die Botschaft ist angekommen bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch, das viele ermutigen wird, sich ernsthafte Gedanken zu machen. Herzlichen Dank. Sehr gerne.